bleiben oder nicht bleiben? Diese Frage stellen sich viele Fachkräfte momentan speziell im Raum Kärnten. Mein Name ist Luis Alexander Holzer. Ich bin im 20. Lebensjahr und tätig bei Infineon Technologies im dritten Lehrjahr als Elektro- und Metalltechniker. Ich habe recherchiert im Internet zum Thema Fachkräftemangel und ich bin auf ein Ergebnis getroffen, besonders in meiner Branche, dass es 172 freie Stellen vom Beruf Elektrotechniker in Kärnten gibt. Dies ist ein Ergebnis, was wirklich umhauend ist. Nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch im gesellschaftlichen. Dieses Thema betrifft mich in meiner Rolle sehr stark, weil ich einen Beruf erlerne des Instandhalters, wie schon eben gesagt, in der Firma Infineon. Und dieser Beruf ist recht komplex, aber auch recht viel zu tun. Er ist recht kompliziert, weil ein Instandhalter, falls es von Ihnen noch nicht wissen, diese Personen in einer Firma sorgen dafür, dass die Produktionsmaschinen durchgehend am Laufen sind. Und wenn ich von meinen 8 Stunden, 6 Stunden durchgehend im Reinraum in der Infineon stehe und 6 Stunden durchgehend arbeite, weil es einen so akuten Fachkräftemangel gibt, dass es keine anderen Menschen gibt, die mir helfen bei dieser Arbeit, komme ich langsam, aber sicher in den Burnout. Liebe Jury und liebes Publikum, ich stehe heute vor Ihnen, wie schon gesagt, und rede über das Thema Fachkräftemangel in Kärnten. Es ist, wie gesagt, nicht nur ein wirtschaftliches Problem, sondern auch ein gesellschaftliches, weil es beeinflusst Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Arbeitsmarkt und im Endeffekt jeden Einzelnen von uns. Der Fachkräftemangel ist keine neue Herausforderung, aber er hat definitiv in den letzten Jahren zugenommen. Er ist eine ernsthafte Bedrohung geworden für die Entwicklung unserer Region. Unternehmen in den verschiedensten Richtungen, sei es im Einzelhandel, in sozialen Unternehmen oder auch in einer Produktionsfirma sowie Infineon. Er ist überall stetig und gleich. Dies hat natürlich nicht nur wirtschaftliche Folgen, sondern auch auf der sozialen Ebene. Speziell junge Menschen verlassen Kärnten und dies führt zu einem sogenannten Brain Drain. Ich bin kein Verneiner von einem Jahr oder 2 Jahren im Ausland. Ich bin ein Befürworter. Ich möchte nach meiner Lehre, nach meinem abgeschlossenen Lehrabschlussprüfung, möchte ich auch natürlich gerne mal ins Ausland. Ich glaube, das denken sich viele von uns, einfach mal die Welt sehen. Aber wenn man so eine Entscheidung eingeht, muss jedem bewusst sein, dass es auch im Ausland zum Arbeiten ist. Und es ist natürlich ein enormer Verlust für sein Heimdorf oder Heimgebiet. Bei mir sei es jetzt Villach, für meine Firma, wenn ich auf einmal jetzt schon die 100. Person bin, die auf was auf einmal fehlt. Aber es wäre, glaube ich, keine schlechte Sache, mal 1-2 Jährchen im Ausland zu verbringen. Besonders nicht nur wegen kulturellen Eigenschaften, sondern auch als sozialer Aspekte. Was ich mit kulturellen Eigenschaften meine, ist Folgendes. In Japan ist es gang und gäbe, dass jeder zweite Japaner oder Japanerin zu einem Burnout bekommt. Ein Burnout ist eine folgende Sache, eine Überarbeitung. Ein einfacher Begriff für die Überarbeitung und die Einwirkungen auf die mentale und auch auf die körperliche Gesundheit eines Menschen. Dies hat natürlich auch zur Folge, dass man in eine schwere Depression gerät oder auch den Wille und den Geist zum Arbeiten verliert. Das ist natürlich, hört sich das mal schlecht an im ersten Aspekt, aber was ich damit sagen möchte ist, dass die japanische Arbeitskultur eine 180-Grad-Drehung in Bezug auf, im Gegensatz zu Kärnten hat. Ich kenne sehr, sehr viele andere Lehrlinge, auch ausgelernte Personen, sei es jetzt in der Firma Infineon oder in der Berufsschule, wo ich momentan bin. Es gibt immer diese Spezialfälle, die, wie man in Österreich sagt, faul sind. Und
Das gibt es halt in Japan nicht. Und das wäre ein guter Aspekt, mal ins Ausland zu gehen, um sich dort mal zu vergewissern, wie es eigentlich anders auch ablaufen könnte. Bei uns rutscht man manchmal durchs System durch. Aber in Japan gibt es sowas eben nicht. Dazu hätte ich auch eine lustige Geschichte, die, was ich aus meinem Arbeitsleben erzählen könnte. Die Infineon ist hoffentlich jedem ein bekannter Begriff, ist ein sehr großes Unternehmen mit sehr, sehr vielen ausländischen Hilfsarbeitern oder Systemexperten für verschiedenste Anlagen auch. Ich habe einen Freund, Dawashi, ist ein südkoreanischer Hilfsarbeiter bei uns in der Firma und mit dem verstehe ich mich sehr gut. Und das Lustige war mal, es war 12 Uhr auf einem Dienstag oder Mittwoch, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und bei uns, wir gehen immer um 12 Uhr essen. Dann habe ich zu Washi gesagt, Washi, willst du mitkommen essen? Meint er, nein. Habe ich gefragt, wieso willst du denn nicht mitkommen essen? Ja, geht nicht. Ja, wieso denn nicht? Arbeit muss fertig gemacht werden. Natürlich hat man im ersten Augenblick gelacht, aber wenn man mal darüber nachdenkt, dass er auf seine wohlverdiente Mittagspause verzichtet, um weiterzuarbeiten, ist das ein sehr verstörender Fakt. Nun ja, sei es wie sei, es ist natürlich, der Fachkräftemangel ist natürlich nicht nur ein lokales Problem. Es betrifft ganz Europa oder auch die ganze Welt. Deswegen wäre ich für eine länderübergreifende Kooperation, um eine Lösung zu schaffen. Man könnte dieses Bild von Hilfsarbeitern, dieses Konzept von der Hilfsarbeit viel weiter in die Breite und in die Länge ziehen, um alle Personen flexibler zu machen, durch gemeinsame Standards und Zertifikationen. Ich weiß nicht, ob es allen bewusst ist im Raum, aber die Matura, die wir alle kennen, die gibt es nur in drei Ländern. Im schönen Österreich, in Deutschland und auch in der Schweiz. Und natürlich, die Matura, man sagt ja oft, dass es, die Matura ist nur eine Matura, aber es ist trotzdem ein Zertifikat, was einem einen kleinen Push für die Arbeitswelt liefert oder auch durch Anerkennung in anderen Ländern. Mir ist auch bewusst, dass es eine komplexe Herausforderung ist, aber ich bin mir versichert, dass wenn wir alle zusammenarbeiten, wir es irgendeines Tages schaffen. Weil diese Generation, in der wir momentan sind, bietet so viele motivierte und auch leistungsbereite Fachkräfte, zukünftige Fachkräfte. Und daher bin ich vollster Überzeugung, dass wir es eines Tages schaffen. Danke für eure Aufmerksamkeit.